immer die gleichen Texte hier, die labern. Das ist echt la. Well. Ich kann von hier aus meinen Felsen sehen. Oh, warte. Es ist nur ein Fels. Da fehlt ein Pronomen oder ein Name. Er hat das Ich nicht mehr gesagt. Keine Ahnung, warum nicht. Auch mal wieder abrupt gebremst. Sehr lustig. Ja, und damit will ich rüberspringen, ne? Aber mal. Ja, Hilfe. Ja. Schade. Verrecken ist ganz lustig. So, jetzt ist er schon da. Wir sind auf der Strecke und jetzt fängt er an, rot zu blinken wie so ein Besessener. Links, rechts und wieder links. So, den Anfang kenne ich langsam. Ne? Und wieder zurück. Und so erledigen wir Dinge in Bikini Butter. Da hast du recht. Oh, nach unten! Oh, nach unten! Da hat er nicht mehr das. Da hat er das SCH nicht mehr so. Oh, noch unten. Oh nein, es bleibt auch noch unten. Als Mindy tief sagte, hat sie nicht gescherzt. Sorry. Mein Gott, ey. Diese abrupte Bremse da, die nervt auch, ne, ein bisschen. So, und spät springen. Sonst springen wir nämlich rüber. Hier sind wir das letzte Mal verrückt, glaube ich, ne? Ja, genau, das war's. So. So. Mein Gott. Wir sehen mehr von den Ringen. Unglaublich. Das ist so, das ist hier, dann wieder zwei vorwärts. Nein, rechts muss das jetzt sein. Genau. Wie gefolge ich dir jetzt? Da wäre ein Speicherpunkt gewesen. Ich finde, die hätte man bei denen machen können, hier bei den Ringen. Bei der Zeit bringt es nichts, aber hier bei den Ringen hätten sie es machen können, finde ich persönlich. Wäre ganz geil. Nun, das war anders. So. Ich sehe hier gar nichts. Alles im Weg. Tiefer, dunkler. So, eben bin ich die ganze Zeit oben lang gefahren, jetzt sollen schicken die mich immer nach unten, ey. So. Okay, da lang. Ach, hier geht's ja eh nichts. Nichts anders. Wow. Ich hab nicht so Bock hier jetzt irgendwo runterzufallen. Da bin ich nicht so scharf drauf, um ehrlich zu sein. Also, es gibt vielleicht Leute, die mögen sowas, aber ich stehe da nicht so drauf. Und schön. So, zwei geradeaus geht auf jeden Fall. Jetzt nach links. Und in die Mitte und nach links. Wie hat sich das für dich angefühlt? So, noch bin ich ganz gut komm, im Rennen. Aber noch war ich auch nicht in der letzten, in diesem letzten komischen Mistvieh drin. Und das kann schon wieder ein bisschen beschissen werden. Das wird es bestimmt. So wie ich mich kenne. Nimm das, du! Und ich kenne mich eigentlich ganz gut. Monster! Ich kenne mich immerhin schon 16 Jahre. Ja. So lang kenne ich mich schon. Ne? Verkacke ich das wieder. Wow. Ja. Wow. Da dachte ich, ne? Aber. Da dachte ich, der Ring ist verarscht, also der Ring, ne? Der hat ja schon in die Richtung gezeigt. Patrick, glücklich! Nee. Okay, da lang. Ja,
Er weiß, wo er mich hier lang schicken will. Oder lang schickt. Oh. Das ist ja gar nicht so groß gewesen. Zur Seite, ich muss! Sayonara, das wird wehtun! Wow, okay. Sauber. Ich hoffe doch mal, ich denke mal, sollte jetzt der Ring nicht innerhalb von einer Millisekunde gleich verschwinden oder. So, damit habe ich die Ringherausforderung. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Ja, ja, gib her, du Scheiß. Bitch. Wenn die ganzen Dinger hat, warum gibt sie uns das nicht einfach? Es, immerhin steht die, das Schicksal von Bikini Bottom auf dem Spiel. Vielleicht des ganzen Meeresgrundes. Ich habe Herausforderungen. Nee. Nee, 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 nee. Du nicht mehr für mich, ey. So, jetzt schreike ich. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zu diesem. Dieser Schlampe da. Ne? Mindy heißt sie. Hol mir meine bekackte neue Fähigkeit. Mach eine Aufnahmepause. Ja, damit ihr schon mal seht, was euch dann in der nächsten Aufnahme erwartet. SpongeBob, du hast genug Goofy-Guba-Münzen, damit ich dir eine neue Fähigkeit beibringen kann. Du hast eine Spezialfähigkeit, die du einsetzen kannst. Ja, habe ich? Ja. Ja, du hast die Macht der Musik. Yeah. Jetzt habe ich eine E-Gitarre. 257 und ein halbes Watt ohrenbetäubender Metal Sound. Drücke R1, um mit deiner Gitarre eine Schallwelle zu starten. Wow, die macht der Musik. Du kannst die Schallwelle dahin steuern, wo sie etwas treffen soll. Mindy, wir haben es geschafft. Wir sind in die Muschelstadt gefahren und haben Neptuns Krone. Oh, SpongeBob, ich wusste, ihr würdet es schaffen. Mein Vater ist aber bereits in der Krossenkrabbe 2 auf der anderen Seite von Planktopolis. Oh nein, überall sind Blechköpfe. Wie kommen wir da durch? Ich habe herausgefunden, dass Plankton die Blechköpfe mit diesen gigantischen Statuen kontrolliert. Wenn wir sie zerstören, verliert er seinen Einfluss. Lasst uns weitermachen. So, erstmal, ne? So. So sieht die aus, ne? Standard. Und die noch eine geile Fähigkeit ist, später, wenn wir dann verbessert sind, werdet ihr sehen, was ich da meine. Ist ziemlich geil. Auf jeden Fall. Ich gehe mal eben auf die Optionen. Geld und Kinder zuerst! Geld speichere. Und Kinder zuerst! Moment, mein Auge juckt gerade. Dieses Spiel wurde gespeichert! Das ist klasse! Ich habe es vergessen. Ja. Super, also das war Let's Play SpongeBob Schwammkopf Film für die PS2 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme. Wird die nächste Folge sein, auf jeden Fall. Also, wir sehen uns dann hoffentlich da. Bis dahin. Tschaußen.